Commerzbank, die steht jetzt aktuell wieder knapp über 10 Euro. Ich gehe hier mal auf den Kerzenchart. Ja, hier sehen wir das. Wir sind an einem ganz wichtigen Unterstützungslevel hier angekommen, 10 Euro Level. Ich denke, das ist wirklich eine harte Nuss für die Bären, auch das einfach da nach unten durchzuhämmern. Und ich sehe halt einfach das Risiko in diesen Banken als deutlich geringer an, als wir das eben im großen Stil bei diesen kleineren Regionalbanken in Amerika sehen. Also sowohl Commerzbank als auch Deutsche Bank. Das wäre für mich jetzt kein Grund, die Aktie hier aus dem Depot zu werfen. Ja, ich denke, langfristig ist die Story in Ordnung und ich glaube, das, was hier jetzt kurzfristig an Volatilität aufkommt, das ist hier nicht existenzbedrohend. Ja, und am Ende ist es eh so, die ganz großen Banken, sei es eine JP Morgan, eine Goldman Sachs und so weiter, die sind sowieso schlicht und ergreifend too big to fail. Da wird es nie eine Pleite geben in der Richtung. Und ich glaube, die sind auch vom Risikomanagement her ganz anders abgesichert als zum Beispiel eine SVB Bank, die auch vor dieser ganzen Geschichte bilanziell nicht so besonders gut aussah. Ja, das ist in den Banken hier ganz anders. Ja, und von daher sehe ich hier keine Notwendigkeit zur Panik, dass das Ganze hier irgendwie übelst abverkauft wird. Ja.